Ready. Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Altes Live Let's Play. Wir befinden uns in luftigen Höhen. Wir sind genau auf 402 Meter Höhe. Mit mir im Cockpit ist... Na? Wer zuerst? Ja, ist doch scheißegal, wer zuerst ist. Ja, der ich Pilot, da. Supernova. Ja. Okay. Genau, und meine Rettung aus Daisy. Na? Ja, David ist auch dabei. Alles klar, so. Wir drücken jetzt mal ganz kurz auf eine Channel-Taste und gleich gibt's hier einen richtig geilen Luftkampf mit ganz, ganz vielen Chats. Ich gebe jetzt einfach mal das Go. So, Jungs, ihr könnt dann mal anfangen. Wir sind aufnahmebereit, feuerfrei. Und jetzt spielen die hier jeder gegen jeden. Wir haben ein paar Chats spawnen lassen, weil wir haben gedacht, gehen wir auf den Testserver und legen mal alles in Schutt und Asche. Ja. Ich habe vielleicht... Da starten gerade zwei. Genau. Wo? Drei. Wo ist da? Und unter uns starten gerade drei Jets und zwei davon... Gehen in die Luft. Liegen schon in der eine Haut. Geht auf jeden Fall drauf. Ja, einer ist schon draufgegangen und der links versucht zu starten, hat es geschafft. Ja. Okay. Der ist schon gut los. Ich mache mal noch, ich mach noch ein bisschen Ton, dass wir wenigstens ein paar Geräusche noch mitnehmen können. Der ja, auch Schwein das... hat es geschafft hochzukommen. Mein Gott. Ja, liebe Freunde, auch sowas gibt es in Altes Live. Richtig schöne Luftschlachtenkämpfe etc. pp. Ist das eigentlich eine Beta? Kommt da eigentlich noch was dazu? Oder wie geht das hier weiter? Bei der Mod? Was meinst du mit Beta? Ja. Das ist ja eine Mod, ist mir schon klar, aber kommt da noch was dazu? Kriegen wir dann irgendwann mal hier... Gute Frage. Ich meine, dass Altes Live keine Mod ist. Altes Live ist eine Arma 3-Mod. Das gehört irgendwie dazu, man muss nichts extra installieren. Du wählst unter Server einfach nur Roleplay aus und schon sind sie da. Du musst nichts extra installieren. Also naja, aber der Server ist eine Modifikation. Jetzt mach ich wieder meinen Lieblingsspruch. Wenn ihr das anders wisst, schreibt es in die Kommentare! Leute! Was? Leute! Oh, schau mal da! Da rennt einer! Da geht's schon los. Außerdem, unter uns starten schon einige. Seht ihr gerade, da starten vier Leute. Einer hat sich gerade, glaube ich, verfahren. Ist auf dem Flugfeld ja auch relativ häufig möglich. Gucken wir den Namen an. Brian O'Connor ist auch noch am Boden zerstört, glaube ich. Genau, wir haben uns extra Presse auf dem Heli schreiben lassen, damit wir hier die Übersicht behalten. Mhm. Im Moment ist es noch sehr ruhig, würde ich sagen, ne, für den Luftkampf. Es sei denn, die hauen sich in die Kavaller die Birne ein. Naja, das sollen sie schon hier machen. Ja, das wäre ein bisschen doof. Das wäre natürlich ein bisschen doof. Wir können ja mal kurz fragen, wo die Action bleibt. Ja, Jungs, wo bleibt die Action? Hier um Heli ist gar nichts los. Einer brennt, einer steht unten rum. Macht mal ein bisschen Bumm. So, das sollte gewirkt haben. Und ansonsten Wetter wie immer diesig. Wir haben ein bisschen Nebel über Frankfurt. Hab ich jetzt Frankfurt gesagt? Oh, da kommt einer. Wir haben sehr viele Fußgänger unten. Da kommt ein Jet, genau. Ihr könnt ja mal so ein bisschen die Steuerung von so einem Jet erklären. Ich habe es nämlich gerade versucht, den ersten habe ich direkt in die Bäume gesetzt. Da kam der Jet. Der hat es auch nicht gebacken gekriegt, der ist gerade abgestürzt. Geile Nummer. Okay, das war schon mal erste Kamikaze. Seht ihr noch was? Da müsst ihr mich lotsen. Da unten landet gerade einer. Die sollen ja nicht landen. Da wurde gerade einer getasert. Okay. Okay, der Jet wurde getasert. Also ihr seht, alles noch sehr ruhig, am Meer, keine Urlauber da, die wurden alle evakuiert und brennt ein Jet vor sich hin. Geh mal ein bisschen tiefer, um zu gucken, was der Bodentrupp da gerade so veranstaltet, würde ich sagen. Ja, wir müssen aus der... Wollen wir uns den Bodentrupp anschauen? Okay. Wir müssen aus der Schussszene raus. Ja, wir gucken mal ein bisschen nach unten. Bitte, diesmal lieber guter Flo, bitte nicht nochmal so eine Landung. Nicht nochmal, okay. Und lass bitte den Motor an. Ja, gut, geht klar. Danke, danke, diesmal. Danke. Ja, so, da sehen wir doch schon viel mehr. Aus dem Kriegsgebiet. Ja, ich würde sagen, der ist kaputt. Forelle total blau. Jetzt kann man auch mal ein bisschen... Unter uns haben wir gerade einen Panzer. Wir haben Panzer unter uns? Ja, hinter uns. Panzer? Das ist der... Hinter uns? Ja, hinter uns. An deinem Hintern. Das ist ein Huni. Das ist der Huni, meine ich. Ah, ja. Was macht der Huni da? Der macht einen sondermobilen Bodeneinsatz ins Nirgendwo. Den können wir ja mal besuchen, okay. Also so auf halber Höhe. Ihr wisst, dass das eine... Abwehrkanone. Ja, der wird nicht so auf uns schießen. Ja, unser lieber guter Server. Hallo. Ja, unser lieber guter Server Admin, der spawnt hier Kriegsgerät am laufenden Bande, also von daher dürfte hier noch einiges passieren. Ich frage mich, wo unsere Experten bleiben, so wie Lupus und Bestoff. Wenn man sieht, die gerade alle abgeschützt und gestorben sind, ja. Die sind nicht alle gestorben, oder? Weiß ich nicht. Oh, gucken wir uns mal den Panzer an. Hat sich hier schon taktisch hinter einem Haus versteckt. Genau. Das Haus ist aber kleiner als der Panzer. Wir schweben ein bisschen hin und her. Wer ist da drin? Huni. Huni? Ja, Huni. Keine Ahnung. Huni, das sind nur wir, nichts machen. So, jetzt haben wir seine Position verraten. Ja.
Ja, er zeigt uns mal so ein bisschen. Genau, mach mal ein paar Schüsse in die Luft, Huni. Zeig mal, was du so kannst. Aber nicht auf uns, weil wir sind hinter dir. Ah, er grüßt mit seinen Kanönchen. Sehr schön. Das ist sehr schön. Vielen Dank, sehr schön. So, schauen wir uns an, was noch so rumkreucht und fleucht. Da, guck mal, rechts von uns ist auch noch irgendwas auf dem Boden. Rechts von uns ist was auf dem Boden. Fliegen wir mal hin. Auf dem Boden? Mhm. Siehst du das? Jetzt geradeaus. Etwas links. Wo? Achtung, da kommt ein Jet. Nee, das war ein Heli. Ein Heli. Noch etwas links. Siehst du das geradeaus? Da kommt ein Heli-Jet. Das ist, glaube ich, bei der Formel Ende Landebahn. Da hat sich einer versteckt, glaube ich. Komm, wir verraten die ganzen Positionen, das wissen die ja nicht. Wir machen ja nur Pressearbeit. Ja, wir sind doch in einer Gruppe, wir sehen das doch wieso. Ja, wir machen. Achso, ja, stimmt, wir machen nur Pressearbeit. Oh, wir fliegen noch ein bisschen rum. Ist doch verhältnismäßig gut. Also für den Luftkampf sind die noch relativ relaxed, würde ich sagen. Gespawnt werden gerade nur Helis, wie ich das sehe. Ja, wir können ja mal auf die Spawn Area gucken. Da kommt aber ein Jet, ne? Nee, das ist alles nur Heli. Da stürzt gerade was ab. Naja, da wollten wir eigentlich hinfliegen, aber. Solange es wir nicht sind, also ist alles gut. Ja, du kannst ihn ruhig leiten, hätte ich bald gesagt, lotsen. David. Ja, danke, Flo. Selbstständig hier. So, schauen wir hier nochmal. Schöner Fahrzeug. Wir sehen die schöne Leuchtmunition, die gerade an uns vorbei fliegt die ganze Zeit rechts von uns. Genau, das ist Spawn Air. Aber die schießen nicht auf uns. Weil wir sind ja Presse. Nee, wir sind ja Presse. Ja. Doch, auf uns wird geschossen. Nein, die schießen an uns vorbei. Ja. Sicher? Ja, die versuchen sich gegenseitig zu kriegen. So, schauen wir uns das mal ein bisschen an. Aber nicht zu nah. Ich könnte fast sagen, hier ist Antonia Rados aus dem Krisengebiet. Das war ja Schrock. Bei uns haben wir noch Duty auf dem Boden. Ja. Brian O'Connors startet gerade. Du machst das ja fast wie ein Fußballreporter. Wer schießt da? Ich lass mir die Dame zeigen. Ach so, okay. Das ist ja natürlich einfach. Boah. Die These in sich? Der erste Heli mit Sirene. Da stürzt gerade einer ab. Er kriegt's noch. Nein, er kriegt's nicht. Und nee. Bums, ja, wir haben gerade einen Bums. Das war Brian O'Connor, der hat nicht so seinen Tag, glaube ich. Nee. Scheinbar nicht. So. Oh, das ist Action auf dem Rollfeld. Rechts von uns wäre ein Bruce, vor uns Duty. Okay. Also rechts, mit rechts klappt's noch nicht ganz so. Die linke Seite komme ich gut rum, aber die rechte Seite ist noch du nicht guckst so. Ja auch, du sitzt ja auch MMG, deswegen. Das macht ja nichts. Ja, ich sitze vorne, ich kann nur. Ja, aber wenn ich vorne sitze, ich habe vorhin vorne gesessen, da ging gar nichts. Da ging nur Achtung. Sich nach rechts. Oh ja. Sehr schön, Information. Wolltest du mal anklopfen? Ja, die ja nicht vor. Ich habe gar nicht gesehen, muss ich ja nicht sagen. Schöner Formationsflug. Scheiße. Kannst du schießen, Sonki? Natürlich kann ich schießen, aber ich kann die ja nicht abschießen. Ich kann doch mal zeigen, wie man schießt. So, man geht da einfach hin. Ja, genau. Sind die leer da drüben oder sind die bemannt? Die sind leer, ne? Ich jag mal einen hoch. Achtung. Oh, der ist bemannt. Ups, ich sag, der war leer. Entschuldigung. Ist der andere leer? Ist der mittlere leer? Warte mal, wer sitzt da drinnen? Wer sitzt da drinnen? Ah, ist rausgegangen. Ah, das war der. So, jetzt nicht einsteigen. Wir jagen den jetzt hoch. Achtung. Der Carsten war drinnen. Jawohl, ja. Sehr schön. Ja. Kann sich sehen. Wir heben dann wieder ab. Genau. Man könnte jetzt theoretisch auch den Carsten, aber ich mach's lieber nicht. Nein. So, genau. Wir drehen wieder ab und schauen mal, was der Luftkampf so macht. Im Moment ist es immer noch. Ah, da kommt wieder was. Der schläft scheinbar ein. Ja. Da gab's wieder eine Explosion. Ich glaube unter uns, ne? Mhm. Ja, Soulgamer ist schön am plakatieren den Landeplatz mit Bomben. So Jungs, dann schießt mal, was ihr schießen könnt. Wir wollen mal ein bisschen Feueraction sehen hier. So, mal gucken, was sie jetzt draus machen. Also nicht auf uns. Ja, wer weiß. Ich sag's lieber vorher, weil ich kenn Soul, ne? Komm, wir schießen jetzt die Presse ab! Ja. Nein, wir befinden uns ja auf seinem Server, das muss ja auch ein bisschen Werbung sein. Aber eigentlich einen ganz lieben, tollen Admin, der uns wirklich sehr super behandelt. Das stimmt. Auf jeden Fall, ja, das stimmt. Und ich habe ja bei Facebook auch immer wieder den Server hingeschrieben, damit die alle nachjoinen können. Ich hab da auch schon gedacht, wenn das andere Let's Player sind, kann man Let's Play Together machen. Wenn das normale Zivilisten sind, kann man abschießen. Achso, und auf diesem Server gibt es halt auch diese sogenannte New Life-Regel, aber die ist bei einer einzigen Person auf dieser Welt außer Kraft gesetzt. Und wenn ihr den seht, der heißt Lupus,
könnt auf diesen Server kommen, könnt den umnatzen und kriegt keine Strafe dafür, im Gegenteil. Meistens kriegt er noch Geld dafür, wenn ich gerade online bin. Also wie gesagt... Habe ich irgendwas verpasst? Ja, ja. Wenn ihr Lupus auf den Server seid, seht, einfach umnatzen. Der Server heißt übrigens Altis Gaming. Und die Website dazu ist www.altis-gaming.com. Hab ich schon gesagt, ne? That's right. Im Forum anmelden und... Genau. Wir haben ein TS, wir haben ein SEK und wir haben RTL, weil wir sind gerade Antonia Rados hier aus dem Krisengebiet. Aber irgendwie, ja, passiert nicht ganz viel, ne? Aber schau mal, wie schön beleuchtet, genau. Das wollte ich gerade sagen. Wenn du ein bisschen höher gehst, dann siehst du das Gesamtbild von der Streckenbeleuchtung. Das ist richtig, richtig schön. Ja, das machen wir doch direkt mal. Ja. Oh, jetzt geht's los auf der Ja, geh mal ein bisschen Seite. Höher, geh mal ein bisschen höher. So, ja, wir ziehen uns mal außer... Guck mal, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Helis sind oben. Oh, zwei sind gerade... Da ist wieder gerade was runtergefallen. Die sind ineinander geflogen, ja. So, könnt ihr mal erklären, was das da für Huppel sind? Wir können ja mal so einen kleinen Rundflug hier so übers Krisengebiet machen. Das sind Bodenbrüste. Italienische Bodentitten. Ja, Bodenbrüste, genau. Bodenbrüste! Der ist geil, den habe ich auch noch nicht gekannt. Im Moment ist es auch so, dass DayZ und so alles gar nicht geht, ne? Eigentlich würde der Server auch nicht funktionieren. Nein, es geht schon. Aber das Anti-Cheat, das Anti-Cheat-Programm hier, dieses, was schon? Bullseye. Nee, das ist auch was anderes. Battle-Eye meinst du? Battle-Hoden ist doch abgestürzt. Genau. Aus, ja. Weil Bullseye ist ja die Schwester von Battle-Hoden. Ja. Flo, was machst du da? Das hört sich an, als würde gleich alle abstürzen. Wie viele Helis haben wir noch oben? 1, 2, 3 Helis sind noch übrig. Ich glaube, es starten immer wieder neue Helis. Ja, es ist so ein bisschen... Wir fragen noch mal nach. Was ist los, Jungs? Seid ihr aus der Puste? Wir sehen gar keine Explosionen mehr, keinen Krieg mehr, kein Jet um uns rum. Das war Leuchtbombenmunition. Munition übrigens gerade. Ja, sehr schön. Der Flo kann uns übrigens auch mal gerade zeigen, wie das aussieht, wenn man... Abstürzt? Nein. Abwehrleuchtkörper abschießt. Bitte einmal abschießen. Möchten Sie das wirklich sehen? Oh, der Heli. Oh, klar, mach, gib ihm. Ah, wunderschön. Und, kannst du das nochmal machen? Immer doch. Sehr geil. Und noch einmal. Ja. Das ist ein Feuerwerk der Superlative. Das wäre was für rein in Flammen, ja. Altes Live on Silvester. Altes Live in Flammen. Genau. Was sind das eigentlich für Guthaufen hier auf der Landebahn? Da sah es gut aus. Da ist ein Jet abgestürzt. Jawohl! Der jagt, glaube ich, das ganze Feld hoch. Das ganze Airfield geht in Flammen auf. Wir fliegen da mal rüber, würde ich sagen, und dann schießen wir nochmal ein paar Flares ab. Wow! Ich wollte gerade sagen, da Oder ist es fliegt einer in uns rein. Richtig, ja. Schöne Nummer, würde ich da sagen. Gut gemacht, ich würde sagen, wir sind mal eben tot. Einmal ein Danke sehr. Und ja. Einfach weiterkämpfen, wir versuchen nochmal in die Luft zu kommen. Wir können auch ein paar Bodenaufnahmen machen, das ist auch schön, oder? Ja, müssen wir sowieso, wir müssen ja warten, bis gespawnt ist. Stimmt. Wir spawnen dann einmal auf dem Airfield. Wir können ja jetzt nochmal den Test machen, der ja sowieso schief geht, ich weiß es jetzt schon. Das war Kavala. Ja, du hättest auf F klicken sollen. Das machen wir nochmal. Ach, kannst du mich holen? Das müsste du nicht mal nochmal machen. Das mache ich ja mal ganz kurz. Weil dann kannst du mir mal ganz kurz die Jet-Steuerung erklären. Ich werde es sowieso nicht schaffen, aber es ist egal. Ja, schon sind wir da. Das nennt man Beamen. Wird übrigens im Jahr 2024 erfunden. In was stehe ich denn hier drin? Bist du in dem Fahrzeug drin? Warte mal, kann ich kriechen? Entschuldige. Hi. Hallo! Ja, ist. Okay, hallo Panzer. Ich bin kaputt gegangen, ich bin in den Bunker reingeflogen. Nein! Na, haben wir mal Spaß. So, jetzt sehen wir das nochmal von unten. Oh, der ist leer. Okay. Können wir. Können wir es mal vergessen? Das hier ist übrigens unser Server-Admin, den man natürlich nicht tasern darf. Ich zeige euch mal, was man nicht machen darf. So. Der ist völlig immun. Der Kerl ist immun gegen alles. Siehst du das? So richtig schön hinten auf die Puperze. Wer hat denn bestimmt Gottmod an? Antonia Rados! Ja, Antonia Rados hier! Nix machen! Oh! 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 Hm.
Hat er schon geschossen? Genau, stell dich mal. Nochmal! Wo steht er denn? Oh nein. Er ist weggefahren. Gut, dann nehmen wir uns nochmal kurz was. Der ist ganz schön auf Akku gebürstet. Was wollt ihr denn haben? Ja, ich würde es ja mit dem Chat probieren, aber lass mich nochmal einen Chatversuch. Ich weiß gar nicht, wie man okay, muss. Warte, dann müssen wir nochmal. Aber dann müssen wir lass uns zur Landebahn gehen. Ja, lass zur Landebahn. Oh. Da stehen noch ein paar, links von uns. Wo? Nimm dir einfach einen von denen, die stehen auch noch schon da, super positioniert. Du musst mir nur erklären, irgendeiner muss mir mal die Steuerung erklären. Wird das genauso wie beim Fallschirm reinsetzen und... Nee, das habe ich vorhin schon versucht. Genau das habe ich vorhin... Nehme ich den vorderen. Ich nehme den vorderen und erkläre ich dir das alles. Genau. Oder sind die abgestürzt? Ach, die hängen glaube ich an der Wand. Also an dem Bodendingen hier. Deswegen. Ach komm, das kriegen wir hin. Also ich nicht. Das geht schon. Ja, ich probiere den hinteren. Schaut euch mal den sternenklaren Himmel an. Was für eine ruhige... Da! Oh, ey! Was für eine ruhige, raketendurchtränkte Nacht. Ich bin tot. Ich auch. Ich nicht. Du Glücklicher. Das war Pressemord. Ich sitze im... Muss mal kurz ein paar Sekunden warten. Wir sind gleich wieder da. Das ist ja halt das New Life. Was wir jetzt einfach mal benutzen. Genau, alles was jetzt um uns rum passiert, ich nehme jetzt diesmal wirklich das Airfield. Den Jet kriegst du nicht mehr. Oh, und da sind wir schon wieder. Gut, dann werden wir mal ein bisschen weiterlaufen. Genau. Grün. Beziehungsweise auch grün. Gibt's ja eigentlich keine Propellerflugzeuge oder sowas? Schauen wir uns hier mal um. Nee, leider nicht. Wer schießt denn hier schon wieder? Was hier alles so geht. Ich würde ja zu gern mal in so einem Jet fliegen, aber krieg ja die Steuerung nicht hin. Irgendwie läuft das ja alles aus der Kontrolle. Ist euch das so aufgefallen? Das macht nichts. Nein. Kein Fall, ne? Jetzt liegt der Server-Admin. Ich geh weg. Der kommt garantiert und rächt sich mit so einem kleinen Raketenwerfer. Das ist ein Heli. Wir haben ein schönes Lagerfeuer da, Marco. Siehst du das? So, jetzt tasert hier irgendwie jeder jeden. Wo seid ihr eigentlich? Heiß! Was? Aber uns ist gespawnt. Wer hat mich getötet? Du bist verbrannt. Feuer und so, ne? Sonki in Gefahr. Okay, ist aber alles kein Problem, weil ich krieg die ganze Zeit mein Gehalt. Ich komm auf zum Feuer gelaufen. Ich krieg ja die ganze Zeit mein Gehalt, ist ja alles kein Thema. Bringt ja nichts. So, lang, das ich weiß. Wo seid ihr jetzt? Hier, der Schuss. Ich geh mal zum Lagerfeuer. Ja. Haben wir irgendwas? Jet. Oh. Sehr geil. Wer schießt denn da mit grün? Boah, Wahnsinn. Wer schießt da mit grüner Leuchtmuni? Sind wir hier in dem Heli? Kampfheli drin? Seid ihr in dem Heli drin? Ja, ich bin in dem Heli. Den Heli mal bitte nicht beschießen. Du hast hingefallen? Nein, ich bin schon wieder getötet worden. Oh. Ey, das läuft wirklich aus der Kontrolle, das ist nicht gut. Ja, mich haben sie auch schon wieder getötet. Ja, was ist das denn? Was ist das Scheiße? So. Nein, was James Ryan macht, ist in Ordnung. Da können wir doch nichts zu sagen. Ah. So, nochmal. Du kannst mir nichts für. Au. Au. Was jetzt? Ist das unser Heli? Lass ihn runterholen. Ja, ich kann nicht schießen. Keine Waffe. Ist das unser Heli? Das war unser Heli, ja. Gut, spawnen wir 9. Wir sind ja jetzt auch keine Spielverderber, also von daher... Nein, wie könnten wir denn? Alles gut. Was? Sieht halt lustig aus. Überall rundherum knallt's. Das könnte wirklich im Prinzip der Vorläufer von DayZ sein. Was haltet ihr davon? Ja, rein damit. Ich nehme den Kommandant, ne? Nö. Ich nehme den Gunner. David, fährst du rum? Nee, ja, David, fahr mal mit rum. Warte, okay. Lass mich ans... Bin ich am Geschütz? Ich bin am Geschütz. Geh mal raus, lass mich mal ans Schiff. Oh, ja. Ich glaube, ja, unser Panzer überlebt nicht lange, glaube ich. Das ist vollkommen heil. Warte, ich geh mal raus. So, wer okay. Ich bin am Steuer. Alle drinne? Danke, dann. Nein, jetzt bist du nicht drin. Danke, soll ich drin? Wow. Wo ist er? Wo soll ich jetzt hören? Ans Geschütz. Kann mal einer aussteigen, mich tasern? Ich hab noch 7... Ne, warte mal, 97 ist okay. Warte. Kommst du? Andere Seite am besten. Wir haben jetzt mal, jetzt haben wir irgendeinen anderen drin. Aua. Warte, ich komm auf die andere Seite.
Warte, mach mal ein Fahrzeug. Wayne, falls du mir nicht merkst, warum ich nicht zurückschieße, ich wollte das eigentlich gerne filmen. Wenn du mich dauernd tötest, habe ich nur schwarzen Bildschirm. So, Presse besteigt jetzt Panzer. Vielleicht irgendwann mal in diesem Leben. Ja, ist jetzt okay, schon jemand anders drin. Kann irgendwie gerade nicht. Wer ist denn im Geschütz bei uns? Ja, ich gehe jetzt raus. Achso, du? Nein, ich habe das kleine irgendwas gehabt. Bon. So. Okay. Wer ist jetzt im Geschütz? Ich bin noch gar nicht da. Panzer sein. Ich bin noch gar nicht da. Ist das unser Panzer hier vorne? Nein, der ist... Der wurde besetzt. Nee, jetzt nicht mehr. Sind alle rausgegangen. Jetzt sind alle draußen. Okay, so, dann kann ich jetzt als Schütze. Ja. Okay, bin drin. Du noch? Okay, jetzt sind alle dran. Und los geht's. Schnell weg hier. Jo. Schnell weg hier. So, jetzt haben wir ja die Übersicht. Da sieht man auch schön, dass Airfeed... Meine Kanone nicht mehr bewegen. Das Airfeed brennen? Ich auch nicht. Warte mal. Cannon. Stop. Left. Right. Stop. Wir können ja mal gucken, ob wir irgendwas kaputt schießen können. Mach mal hier das Ding kaputt hier. Yes, war das geil! Haben wir noch mehr? Haben wir nicht irgendein Gebäude, was wir in die Luft jagen können? Ja, du kannst diese Towers in die Luft jagen, glaube ich. Die stürzen richtig schön ein. Los, wir gehen mal auf die Tower drauf. Warte mal, okay. Irgendwer hat doch gerade auf uns geschossen, oder? Nee, das war ich. Ich glaube, wir haben selber auf uns geschossen. So, der Tower ist genau voraus. Okay, einmal umdrehen, bitte. Die Nase. Na, weiter. Ja, genau drauf zu. Jetzt gib ihm. Nein, auf den Tower. Ach du Schande, was ist jetzt los? Was ist denn jetzt los? Keine Ahnung. Oh ja, okay, das war's mit uns. Ehrlich? Sind wir tot? Raus. Ja, alle Ketten sind kaputt. Schnell raus aus dem Katastrophen. Aber wir können ja direkt nicht hier einen neuen spawnen lassen, ne? Ja, was haltet ihr denn davon, wenn wir uns jetzt... Ja, ich will den Tower jetzt kaputt schießen, das ist echt geil, weil wir haben das jetzt angekündigt und die Leute warten da jetzt natürlich drauf. Ja, schießen kannst du doch. Ja, gut. Wo seid ihr denn? Hier ist er. Dahinter? Mhm. Warte, ich komm. Ich gehe da mal als Commander wieder rein. Ich gehe wieder als Schütze rein. Könnt ihr überhaupt drei rein? Klar, ich bin Schütze. So, okay, jetzt mein kleiner Tower. Jetzt muss ich den ja noch... Erstmal den Panzer, oder? Ich sehe den im Nebel hier gar nicht. Lass mal nicht aber ich... Der Licht. Oh, der hat Licht, guck mal. Cool. So, ja, warte. Jetzt mach nicht noch mehr Nebel, du Held. Hör auf. Doch. Da, vor uns. Vor uns. Nein, vor uns. Nicht das Hauptgebäude kannst du nicht kaputt. Ich schmeiß nach links. Ach so, den Tower. Genau, vor uns, ja. Oh, yeah. Oh, wie geil! Geht er down. Geht er auch down? Wer? Ja. Wer schießt hier auf uns? Weiß nicht, aber wir müssen schnell weg. Mit Sirene. Presse! Nicht schießen! Gucken wir mal, ob wir uns hier holen können. Warte, da steht ein Heli. Einmal ab in die Mitte. Schieß mal auf in die Mitte rein. Muss ich noch nachladen? Nachladen, warte. Nachladen? Ja, stand da. Macht das nicht? Ach so, cool. Aber er lädt nicht nach. Dauert das einen Moment? Ja, eigentlich schon. Ah, jetzt haben wir wieder neue Schuss. Ich schieß da mal einfach in den Nebel rein. Wo hättest du ihn geschossen? In den Nebel. Also in den... Echt? Heli, der Flug. In welchen? Nee, hier links musst du reinschießen, da wo die meisten stehen. Ja gut, okay. Wir gucken mal, wie viel wir mit einmal umnatzen können. Ja, ich die Handbremse. Ach, das ist wie geil. Du hast gerade geschossen. Das war ein Leuchtfeuerkörper. Der ist auf den Boden aufgekommen und weggeflogen. Echt? Das war zu hoch. Warte. Rennen die vor uns davon? Das war zu tief. Oh nein, waren wir das? Nach rechts. Nein, das war Huni. Nach rechts. Da ist auch noch ein Panzer. Wo ist dein Panzer? Nee, links. Da, schon links, da wo die beiden roten Lichter. Ah, ja. Oh, der war zu tief. Warte, ich geh auf Ego, da krieg ich ihn auf jeden Fall weg. Mach's einen auf Ego. Ich mach's einen auf Ego. Achtung, da ist der Panzer und da ist er weg. Ich hab noch gar nicht geschossen. Jetzt hast du uns abgeschossen. Nein, ich hab noch gar nicht geschossen. Die Hülle ist kaputt in die W. Oh, yep. Und wir sind kaputt. Okay, was nehmen wir jetzt als Spielzeug? Ich hab euch getötet. Wir machen eine Spielstunde. Was haben wir noch im Angebot? Ich will mal so ein Jet. Menge. Kann ich hier in so einem Jet drauf sitzen? Drauf? Wie? Komm, wir... Kann der Seile ablassen? Nein, leider kann er keine Seile ablassen. Also, merken, wir brauchen Jet. Also, wir haben keinen... Also, merke, ich werde gleich beschossen, wenn ich spawne. Ich auch. Wir haben keinen Jet, wo man zu zweit umsitzen kann? Oder zu dritt?
Nein, leider nicht. Das ist Duty, der nimmt uns als Schutz. Ne, 95 geht, ich dachte. Ist down. Wer? Naja, geht. 80 noch. Kann ich umballern, wenn du willst. Nee, man kann hier nichts bauen. Achso, ja, aber da kannst du, da bist du gleich wieder voll. Aber 80 geht noch. Ach, egal. Geht auch noch viel klar. Okay, dann holen wir noch ein schönes Spielzeug. Schon wieder Wayne. Ich würde gerne mal anschauen. Das wird vielleicht schief gehen, aber wir gucken mal. Wieso schief? Klappen wir alle unnehmen. Weiß nicht, wo der spawnt. Oh ja! Das war doch fast gut. Ja. Ja, was ist das denn? Oh, der ist schon kaputt, könnte wieder aussteigen. Ja, wer hat denn schon wieder Langeweile? Ich hab keine Ahnung, wer auf uns schießt. Bin tot. Ich glaube, wir sind zu nah am Geschehen einfach. Wir müssen mal ein bisschen hier. Ja, wir müssen mal ein Stück ich außer. Ich verstehe es echt nicht. Ja, wir müssen. Nee, die wollten aber nicht wirklich auf uns schießen. Naja, komm. Wir müssen nur aus der Schusslinie gehen. Hier ist auch so ein netter, schöner kleiner Panzer. Der da so ein bisschen mit seiner Kanone fuchtelt. Ich ahne nichts Gutes. Oh, das Huni. Huni tut uns nichts. Wo seid ihr? Tot. Seid ihr ach, ja, seid ich renn jetzt grad schnell weg. Lass uns vorne auf dem Parkplatz treffen. Vor dem, Nö, ich bin jetzt einfach nur weiter nach links gelaufen. Weiter nach oder links. Jetzt für dich, nach rechts. Duty, da ist Sonky. Wo seid ihr? Rechts, da ist... Okay. Wo bist du? Ich bin einfach da, ist glaube ich ein Zivilist, aber ich bin schon wieder fast tot. Ja, jetzt wieder. Von wegen Huni tut uns nichts, ne? Huni! Gelbe Karte. Check, gelbe Karte. Den kenne ich nicht. Dann wird da jetzt für ein nettes Spielzeug. Die Presse wird am Leben gelassen. Was denkst du, warum wir hier aufnehmen? Da steht auch noch einer. Also es macht echt Spaß. Wir haben uns hier echt Presseschutz erkauft, obwohl sich keine Sau dran hält. Ja. Oh, das ist auch schön. Mach doch mal drei von denen. Wir stellen die nebeneinander und dann plakativen wir einfach mal mit. Warte mal. Plakativen wir mit ein paar Kugeln mal hier das ganze F. Ach, du bist hier dran? Warte. Lässt du mich als Schützer? Guck mal. Das ist ein richtiges, so. Schönes Leuchtfeuer. Kann ich als Schützer? Jetzt. Als Schützer, ja. Hinein! So, jetzt machen wir Spaß. So, wo fahren wir hin? Jetzt holen wir uns doch nochmal ein. Ich nehme mal ein bisschen Abstand hier, damit die nicht auf uns ballern hier. Versuchen wir doch mal den Tower nochmal. Ach, der ist ja schon in Schutt und Asche. Der ist schon weg, ja. Der ist ja schon. Ja, dann schauen wir mal, wie das aussieht, was wir hier so abfeuern. Nett! Hast du gerade auf die Bolzenkante geschossen? Wir machen es aus der Ego, ist bestimmt noch schöner. Ach, viel schöner! Schau mal da. Hinein. Ist das eine Kirche da? Hinten das der große Turm? Nein, das ist das ist die Sonnenkollektorenanlage, oder wie das Ding heißt. Ja, dann lass uns die doch in Schutt und Asche legen. Leute, ja, okay. Was haltet ihr davon? Von was? Einer nach links auf die... Oh, guck mal, die Spitze ist schon weg! Was Spitz? Hast du noch einen gespawnt, oder was? Ja. Nee. Einer nach links, einer nach rechts und dann... Ich bin durch. Hast gesehen? Ist schon weg. Ach, du bist hinter uns, okay. Ja, ich fahr jetzt nach rechts und ihr fahrt dann mal nach links und dann schießen wir uns mal gegenseitig ab. Nein, wir sind ja wieder tot. Ja, eben. Komm. Auf zu den Sonnenkollektoren. Das können wir als Finale machen. Ich hab die Kollektoren weggeballert, ja. Lass mal die Bodenbrüste angucken gehen. Ja, lass mal Brüste titten schießen. Siehst du es da vorne? Vor uns? Ja. Erst. Ein bisschen weit weg. Drei Tit? Vorhin nehmen wir aber die Bodeneichel noch mit, die jetzt vor uns ist. Der Bodenpen, vor uns. Was siehst denn du hier überall? Oh, guck mal, wie schön es da drin funkelt. Schön. Oh, das rote. Ich hoffe, ich bin geschossen. Siehst du geradeaus? Der Penis. Leute, ja, genau. Hack ihn nieder. Geschossen. Nö, auf uns nicht. Brauche ich nicht. Wir haben ja auch... Oh, da ist er weg. Versenkt ist er. Schaffen wir es eigentlich bis Kavala und können mit dem Ding Kavala und Schutt und Asche legen? Na klar, nee. Wir sind bald 20 Minuten unterwegs, wa? Nö, aber wir können noch in Kavala spawnen. Haben wir schon so eine Bodenbrust umgenietet? Geht das, Flo, dass wir uns mal kurz von dann machen? Du ziehst uns nach Kavala und wir mit Ballern legen mal Kavala und Schutt und Asche? Ja, kann ich mal einen Moment. Warte, erst eine Bodenbrust. Ganze HQ und so. Also du kannst hier wirklich richtig schön... Warte, die Bodenbrust wolltest du? Ja, mach mal. Oh, guck mal, die leuchtet. Und so irgendwann fällt sie zusammen. Weiß es nicht. Doch, da, weg ist sie. Also, man kann da wirklich richtig gut Krieg spielen. Ja, Tatsache. Oh ja, und es ist auf jeden Fall optisch sehr schön, ja. Und so würde ich sagen, fahren wir jetzt durch Kavala. Und machen Kavala. Und was wir in Kavala alles erleben und ob Kavala in Schutt und Asche geht oder wir vorher getötet werden, das, liebe Freunde, seht ihr im nächsten Part. Bis dann, ciao. Ciao.